Ich muss euch da ganz schnell was verraten. Den Käse, den ihr im Supermarkt kaufen könnt, diesen abgepackten, ja, dieses Milbona und was weiß ich was, im Discounter, das ist gar kein richtiger Käse. Das ist eine Mogelpackung. Da muss man nicht draufschreiben, dass es mit Lab gemacht ist. Also Lab ist nicht kennzeichnungspflichtig. Aber wenn draufsteht Mikrobioeller, ich habe keine Ahnung, irgendwas mit Mikro, Lab, dann wird es aus Schimmelpilzen hergestellt. Aus Schimmelpilzen, ihr wisst ja, ohne Lab kann man keinen Käse machen, man braucht Lab. Der Original-Lab wird aus Kalbsmägen hergestellt. Oder in Kalbsmägen oder aus Kalbsmägen. Auf jeden Fall, das ist der Original-Käse. Ohne diesen Lab kann man keinen Käse machen. Ja? Und ihr könnt in Wikipedia gucken. Der original-echte Lab kommt aus dem Kalbsmagen. Ja? Wenn also auf dem Käse draufsteht leck mich doch am Arsch, du. Mikro-irgendwas-Lab, dann wird der aus Schimmelpilz hergestellt. Aus Schimmelpilz. Da wird irgend so ein Schimmelpilz fermentiert und der hat die gleichen Eigenschaften wie der Lab aus dem Kälbermagen. Das ist für mich aber die reinste Verarschung. Es ist kein echter Käse. Industriekäse wird so hergestellt. Die ganze Gouda-Kacke, die ihr da kauft, ja, wird mit mikrobiellem... Jetzt muss ich gucken. Das gibt's doch gar nicht. Ach, Kindersee, ist das ätzend. Lab. Wikipedia, ich werde es schon noch finden. Kälberlab, Käsemagen, ist ein Gemisch aus den Enzymen und Chymosin, und der aus dem Labmagen im Milchring gewonnen wird. Bei der Herstellung von Käse benötigt wird. Da, mikrobielle. Mikrobielle Lab-Austauschstoffe. Ihr müsst mal gucken, bei Käse muss das nicht draufstehen. Das ist nicht kennzeichnungspflichtig. Und deswegen, ich habe das heute nämlich entdeckt, mikrobieller Lab-Austauschstoff. Der wird aus Schimmelpilz hergestellt. Ja? Ob das noch Käse ist? Ich meine, er hat die gleiche Funktion wie Kalbsmagen Lab. Die armen Vegetarier. Ich überlege gerade, wenn sich Vegetarier Käse kaufen, ob die wissen, wenn sie sich echten Käse kaufen und da steht drauf biologisches Lab. Ob die dann wissen, dass sie was aus dem Kalbsmagen essen. Wird aus dem Labmagen junger Wiederkäuer gewonnen. Herstellung von Naturlab. Achtung, ich guck mal schnell für euch auf dem Monitor. Tierisches Lab wird in sogenannten Hauptzellen der Magenschleimhaut des vierten Magens junger, noch milchsäugende Wiederkäuer zur Verdauung produziert und von diesen Zellen bei Bedarf sezerniert. Je jünger das Tier war, von dem der Magen stammt, und je weniger etwas Futter als Milch, desto höher. Ach, man muss den Magen entnehmen. Jedes Säugetier produziert sein eigenes. Dafür ist die Käse am besten geeignet. Die Käseproduktion aus Kuhmilch, Kälberlab am besten geeignet. Ach komm, die Mägen müssen entnommen werden, die armen Viecher. Also ihr Vegetarier da draußen, wenn ihr das nächste Mal Käse kauft, ey. Nein, Entschuldigung. Ich entschuldige mich schon mal bei allen Vegetariern, die mich jetzt deabonnieren. Ja, habt ihr nicht gewusst, ne, dass Käse aus Kalbslab hergestellt wird? Hedley, der Aufklärer. Und tschüss.